بدر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تسيس أنزغا 25 in der Erklärung von Al-Aqida, der belesen von dem Buch von Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Er redet über Tawhid noch. Er redet lange über Tawhid, viele Seiten. Detailliert über das Thema, diese Aufteilung. Und jetzt, wir haben gesagt, das kann man das auf drei aufteilen, kann man das auch auf zwei aufteilen. Die Aufteilung auf drei, das ist Tawhid al-Rububiyyah, Tawhid al-Asma al-Sifat, Tawhid al-Ilahiyyah oder al-Uluhiyyah oder al-Ibadah. Aber es gibt ein anderes Aufteilung, wo Tawhid al-Asma al-Sifat gehört al-Rububiyyah. Das gehört al-Rububiyyah, Tawhid al-Asma al-Sifat. Das sind die Taten von Allah subhanahu wa ta'ala, seinen Namen, Eigenschaften und Taten. Deshalb heißt dieser Tawhid Tawhid al-Ilmi al-Khabari. Tawhid al-Ilmi al-Khabari. Al-Ilmi, das ist Wissen, bezieht sich auf Wissen, al-Khabari auf Nachricht. Das ist eine Nachricht. Allah redet über sich selbst. Das ist, oder Tawhid al-Ithbat wal-Ma'rifa, Tawhid der Feststellung und Wissen. Das ist Tawhid al-Rububiyyah und Asma al-Sifat. Und Tawhid al-Uluhiyyah, das ist Tawhid al-Talab, Talab und al-Qasd. Al-Qasd ist Zweck. Ein Ibadah braucht immer ein Niyyah, eine Absicht. Braucht, für wen machst du Al-Ibadah? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Dein Zweck ist Allah subhanahu wa ta'ala. Dein Qasd. Al-Qasd, Al-Talab. Talab bedeutet, du verlangst auch mit der Dua. Du machst der Dua. Du bittest Allah um Hilfe. Du bittest Allah um vielen Sachen. فَالْأَوَّلُ هُوَ إِثْبَاتُ حَقِيقَةِ ذَاتِ الرَّبِّ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَسْمَائِهِ. Das haben wir schon erklärt. Die zwei. Aber er sagt jetzt, sagt gesamte Koran, Koran, bei jedem Surah findest du diese zwei Arten von der Tawhid. Bei jeder Surah, Fatiha, Al-Ikhlas, jede Surah gibt es diese zwei Aufteilungen. Sagt, فَإِنَّ الْقُرْآنَ Koran ist entweder eine Nachricht über Allah subhanahu wa ta'ala, seinen Namen, seine Eigenschaften, seine Taten, oder und das ist Al-Tawhid al-Ilm al-Khabari. Das ist Al-Tawhid von Al-Ilm und Al-Khabar. Das haben wir erklärt. Oder das ist ein Da'wah. Allah ruft zum Ibadah.
und Warnung von Schirk. Und das ist Tawhid al-Irada al-Talabi, Tawhid al-Irada, Tawhid des Willens. Tawhid des Willens, al-Talabi. Al-Quran, entweder gibt es Tawhid al-Khabar, Tawhid al-Ibada, oder es ist ein Befehl, ein Verbot. وذلك من حقوق التوحيد ومكملاته ده ده دي رشته من التوحيد also die Befehle, das Gebet, das Fasten, Zakat, الصدقة, الحج, العمرة alle Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala sind die rechte von der Tawhid. Deshalb diese Debatte zwischen Abu Bakr und Umar nach dem Tod von Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gab viele Stimmen. Nicht viele, aber manche Stimmen, die wollten nicht das Zakat für Abu Bakr abgeben. Da haben gesagt, wir haben das zum Propheten gegeben, jetzt geben wir das nicht zu Abu Bakr. Da Abu Bakr war entschlossen, sie zu bekämpfen. Umar radiallahu anhu sagte zu ihm, wie bekämpfst du Leute, die zeugen, dass es la ilaha illahu, La ilaha illallah. Und dann hat Al-Aya von Al-Hadith in Al-Bukhari, Hadith, man qala la ilaha illallah, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Mir wurde befohlen, die Leute zu bekämpfen, bis sie la ilaha illallah sagen. Abu Bakr, was sagt er? Sagt, dass Zakat ist ein Recht von dieses Wort, von der Tawhid. Deshalb, Abi al-Izz al-Hanafi sagt, die Befehle und Verbote sind die Rechte von der Tawhid und auch die führen ihm auch zur Vollkommenheit, weil es gibt Sachen, die sind Säulen, es gibt Sachen, die sind Taten, die sind Bedingungen der Vollkommenheit. Weil jede Bedeutung, jede Ibadah hat eine Grundlage und eine Vollkommenheit. Zwischen Grundlage und Vollkommenheit gibt es viele Stufungen. وإما إذا وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد oder eine Nachricht für die Belohnung für die Inhaber von التوحيد die für die Muwahhidin Allah redet über Paradies, sie redet über وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة. Also Allah redet über diejenigen, die التوحيد realisiert haben in der Dunya und der Akhira. Das sind die Geschichten von Propheten und in Anhänger. Das gibt es auch in der Koran. Oder eine Nachricht über die Leute von Schirk, was Allah mit ihnen in der Dunya gemacht hat. Und was erwartet sie in der Akhira? Alles Jaza'. Und das bezieht alles auf den Tawhid. Weil Allah redet über die Rechte von Tawhid. Und auch diejenigen, die das realisiert haben, diejenigen, die das nicht realisiert haben. Also der Koran redet hier darüber. Er sagt, فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. Tawhid, er sagt, Al-Quran, gesamte Koran ist im Thema von der Tawhid. Und die Rechte und Al-Jaza'a, die Belohnung und das Gegenteil. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم, auch im Angelegenheit von der Schirk und diejenigen, die der Schirk begangen haben. Dann gibt Beispiele, er sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tawhid, Ar-Rahman Ar-Rahim, Tawhid, Maliki Yawmiddin, Tawhid, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Tawhid, Ihdina As-Sirat Al-Mustaqim, Tawhid, Mutadammin Lisu'al Al-Hidayah, ist auch ein Tawhid, ist ein Dua, Ihdina As-Sirat Al-Mustaqim, Al-Mu'min, er macht das Dua, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Erfolg gibt den Weg von die Monotheisten geben. غير المغضوب عليهم ولا الضالين, das ist das Gegenteil, diejenigen, die At-Tawhid nicht realisiert haben. كذلك شهد الله لنفسه عبادة التوحيد. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat auch bezeugt dieses Tawhid für sich selbst. Er führt diese Aya, Surat Ali Imran, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
إن الدين عند الله الإسلام. أزاك فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد. ذاك ديز آية تايك دي فاهايت فون التوحيد ون داس تويك فايزن فون على غروبيرونغن فون الضلال فون إغا. فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود. ذاك ديز آية بإنهالتت دي بيست und die schönste Zeugnis. Und wer ist der Zeuge? Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Engel und die Inhaber des Wissens. وعبارات في شهيدة تدور على الحكم. Sag, was bedeutet شهيدة in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt, شهيد الله. Was bedeutet شهيد الله? الشهادة من الله سبحانه وتعالى يشهد ابن أبي زيد الحنفي أزاكت شهيدة دي دغيت زيش الحكم القضاء الحكم والقضاء. الله سبحانه وتعالى يحكم دي بدوتهم فن الحكم مات ديز شطف حاء كاف ميم داس dass diese Stoff Ha, Kaf, Mim hat viele Bedeutungen, aber alle Bedeutungen drehen um Wissen, Begreifen und Weisheit, Macht. Allah subhanahu wa ta'ala yahkum. Allah subhanahu wa ta'ala yahkum. Allah subhanahu wa ta'ala hat befohlen. Das bedeutet, Allah hat uns befohlen, At-Tawhid zu realisieren. Weil I'lam. I'lam bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns Wissen. Erklärt, Al-Bayan, Al-Ikhbar, berichtet. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بين. Alle diese Bedeutungen von den Mufassirin, alle diese, es gibt kein, alle sind richtig, authentisch. فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره. Sagt im Arabischen, الشهادة Zeugnis schließt das Aussprechen vom Zeuge und seine Nachricht, sein Bericht. Und auch sie beinhaltet seine Erklärung. Sie hat vier Stufungen. Erstens Wissen. العلم المعرفة اعتقاد قلوبة لصحة المشهود به وثبوته. So the erste Stufe ist das Wissen und das Überzeugen, dass dieses Ereignis ist authentisch. Zweitens Allah subhanahu wa ta'ala hat das ausgesprochen. Allah auch der Zeuge in der Dunya im Arabischen, der Zeuge spricht aus, was er gesehen hat. وَإِن لَمْ يُعْلِمْ بِهِ غَيْرَهُ بَلْ يَتَكَلَّمُ بِهَا مَعَى نَفْسِهِ وَيَذْكُرُهَا وَيَنْتِقُ بِهَا وَيَكْتُبُهَا. In Bezug auf Shahada, man spricht das aus, man weiß und man spricht. Drittens, man gibt das weiter. Ja? Man berichtet das und erklärt. Viertens, أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. Also viertens, das Gehorsam. Also Gehorsam gegenüber Shahada. Er sagt, Zeugnis von Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bezeugt für sich selbst التوحيد والقيام بالقسط. Allah subhanahu wa ta'ala ist gerecht. تضمنت هذه المراتب أربع. Auch in Bezug auf Allah schließt diese vier Stufungen. Allah subhanahu wa ta'ala hat gewusst die Bedeutung von La ilaha illallah. Allah hat das ausgesprochen. Allah hat uns berichtet. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, At-Tawhid zu realisieren. Er sagt, dass die erste Stufe vom Wissen, das ist eine Notwendigkeit in der Shahada. Man kann nicht eine Sache
Zeuge sein von einer Sache, ohne zu wissen, was das bedeutet. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون سورة الزخرف außer diejenigen die haben al-haq bezeugt und sie wissen, also sie wissen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass das Wissen über das Thema Shahada ist eine Notwendigkeit. Hier ist aber eine Frage bekommen. Manche sagen, dass wenn man nicht weiß, was Tawhid bedeutet, man tritt aus dem Islam aus. Also, das ist eine gefährliche Aussage. Diese Aussage ist authentisch. Aber das Praktizieren von dieser Aussage ist gefährlich. Weil es bedeutet, was bedeutet für dich das Wissen über Shahada? Was für Stufe ist das? Also wenn wir jetzt jemand sagt, ja, man muss alles wissen über Shahada, die Bedingungen, die Säulen, man muss auch das Gegenteil wissen über Shahada, es bedeutet, dass alle normalen Menschen von der Umma, die meisten Leute von der Umma, die leben in Dörfern, alte Leute, die wurden aus dem Islam ausgeschlossen. Diese Leute, die wissen nicht, was Bedingung oder was. Aber wenn du sie fragst, dienst du Allah, sagt ja. Dienst du die Götzen, sagt nein. Ich diene Allah subhanahu wa ta'ala. Mein Gebet ist für Allah, Muslim. Das ist ein umfassender Glaube. Umfassender Glaube. Deshalb, es gibt manche, die sind. Es gibt Leute, die reden nur über Takfir. Die können 20 Jahre nur über das Thema Takfir reden. Du fragst ihn über die Bedingung von Al-Wudu, er weiß das nicht. Wenn du ihn wirklich fragst über Gebet, über Sachen vom Gebet, er weiß das nicht. Er liest nur über Takfir. Takfir ist eine sehr wichtige Sache in At-Tawhid. At-Takfir ist ein Thema von Al-Iman, ja. Aber man soll über alles wissen. Und auch muss soll auch die Sachen richtig praktizieren und authentisch. Deshalb, es gibt ein umfassendes Wissen und ein detailliertes Wissen. Detaillierte Glaube. Deshalb, das Wissen in Bezug auf Tawhid ist sehr wichtig. Man weiß, dass Allah ist al-Ilah al-Ma'bud. Das bedeutet, ich bete, ich faste, ich mache al-Hajj, al-Sadaqa, ich mache al-Dhikr, Al-Umra, alles, was ich mache für Allah subhanahu wa ta'ala. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist al-Ma'bud. Das ist die Realisation der Bedeutung von al-Ma'bud, al-Ilah. Wa'amma martabat irgatibat zweite Stufe, Takallum wal-Khabar. Das Aussprechen und Nachricht. Qala wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inathan ashahidu khalqahum. سنكتب شهادتهم ويسألون فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ergibt errät hier über Takallum und al-Khabar. Das bedeutet, dass الشهادة schließt das aus, dass man ausspricht. Das bedeutet, dass auch im Arabischen, im Wurzel des Wortes, der Bedeutung, ist eingeschlossen das Aussprechen. Also, wenn du redest über den Onkel von Prophet sallallahu alaihi wasallam, über den Onkel von Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Abu Talib Abu Talib, der hat gewusst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein wahrer Prophet ist. Er hat auch die Bedeutung von der Shahada verstanden. Auch die Mushrikin von Quraysh, die haben die Bedeutung von der Shahada verstanden. Allah sagt, was haben die gesagt, als sie Tawhid gehört haben? Aja'ala al-alihata ilaha wahidan. Inna hadha la shay'un ujab. Hat alle Götzen zu einem Gott gemacht?
Die haben das nicht akzeptiert, aber sie haben verstanden, was das bedeutet. Aber sie haben das nicht ausgesprochen. Auch der Onkel von Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat das nicht ausgesprochen. Und dritte Stufe ist Al-Ikhbar, Nachricht. Also die Nachricht, Bericht. Ibn Izz al-Halim, wie gesagt, das sind zwei Arten. I'lam und Bil-Qawl, also Nachricht mit der Aussprechen und eine Nachricht mit der Tat. Also entweder man berichtet mit Aussprache, man spricht es aus, oder man berichtet es mit Tat. Das ist gesagt, wie man, der hat eine Moschee, hat ein Zimmer in seinem Haus als Moschee gemacht, als Musalla. Und die Leute, die wissen das. Sein Tat hat berichtet, dass diesem Raum eine Moschee ist. Ja, jeder, der läuft vorbei, er weiß das. Das ist eine Tat. Ohne, dass er ausgesprochen hat. Er braucht das nicht sprechen, er macht das. Die Leute verstehen das. Deshalb, es gibt ein Thema, haben wir auch am Anfang erwähnt, wenn jemand jetzt, er hat Al-Shahada verstanden und er weiß, was Al-Shahada ist und die Leute sehen ihn immer beten, er betet. Aber vorher, die haben gewusst, er ist kein Muslim. Ist das wirklich, Imam Shafi'i sagt, dass sein Gebet, sein Fasten, sein Hajj, das ist für ihn Shahada. Weil im Gebet er spricht Shahada aus. Auch die Taten des Islam, Al-Sha'air, das reichen, das ist eine Tat. Deshalb wie gesagt, Al-I'lam. Er berichtet über Shahada mit seiner Tat oder mit seinen Worten. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المصار يكون معلما له لغير أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله إذا من دا 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 kommt nahe zu einem Götze und er bringt ihm Geschenke und ohne dass er was sagt, die Leute wissen, dass er liebt diese Götze und dient ihn und ihn als Eleh angenommen. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقول طارة وبيعل ذاك أوخ الشهادة من الله سبحانه وتعالى اسمال مت أوزاقة مال متات فالقول ثم بايت في الإزاقة أوزاقة ما أرسل به رسوله وأنزل به كتبه الله سبحانه وتعالى قفيد جزنت ونبيوشة جزنت وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيزان شهد الله بتدبيره العجيب أوخ mit der Tat, Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigte den Menschen durch seine Schöpfung Al-Shahada, dass er Al-Ilah, der einzige Ilah in dieser Welt ist. Dass diese Exaktheit, alles was du siehst, zeigt, dass es gibt nur ein Ilah in dieser Welt. Und das schließt Al-Rububiyyah auch, es gibt nur einen Rabb, weil Al-Ilahiyyah schließt Al-Rububiyyah. Aber Al-Rububiyyah schließt nicht Al-Ilahiyyah. Also wenn jemand glaubt nur an Al-Rububiyyah, Allah ist der Schöpfer, der Organisierer, aber er dient ihn nicht. Aber Al-Uluhiyyah, wenn jemand dient Allah, es bedeutet, dass er ihn als Rabb angenommen hat. Al-Uluhiyyah schließt Al-Rububiyyah ein und es schließt Namen und Eigenschaften ein. وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. Also alles in dieser Welt sagt, zeigt, dass es لا إله إلا هو. Wafiq, und er sagt, ein Teil von einem Gedicht hier aufgeführt. Wafiq kulli shay'in lahu ayah, tadullu ala annahu wahidu. Fi kulli shay', bei jeder Sache gibt es ein Zeichen, ein ayah, die weiß, dass er einzig, wahid ist. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الشَّهَادَةَ تَكُونُ بِالْفِعْلِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ مَا كَانَ الْمُشْرِكِينَ أي عمر مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ما كان المشركين أي عمر مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه إذا ما كان دي مشركين دي werden nicht die Moscheen die werden nicht zu Moscheen kommen der Mushrik kommt nicht zu einer Moschee und er bezeugt, dass er Muschrik ist. Ja? Also wenn er kommt in der Moschee und er Muschrik,
Also ohne dass er ausspricht. Also seine Entfernung von der Moschee und Gottesdienst, das ist eine Bericht, dass er Muschrik ist. Seine Tat. Aber wenn er kommt in die Moschee und er betet, ohne dass er ausspricht, ohne dass er Leute sagt, oh, ich bin ein Muslim, es wird seine Tat zeigen, dass er ein Mu'min ist. Das Gegenteil auch. Jemand, der kommt gar nicht und das zeigt, dass er Muschrik ist. Ich rede jetzt über jemanden, der rein Muschrik ist. Nicht, dass die Leute verstehen, dass ich sage, wenn der jemand, der nicht betet in der Moschee, ist Muschrik. Nein, das sage ich nicht. Ich sage, jemand, der Muschrik ist, der kommt sowieso nicht in die Moschee, betet nicht. Das ist ein Bericht von ihm, I'lam, dass er Muschrik ist. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وإن مجرد الشهادة لا يستلزم ولكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه إزاكت الشهادة sagt, Shahada schließt die Rechte ein. Shahada schließt die Rechte ein. Das hat der Prophet, als er gesagt hat, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, hadith sahih. Derjenige, der sagt, la ilaha illallah, tritt in al-jannah ein. Al-Murji'a, diese Gruppierung, Murji'a sagen, das ist ein Beweis, dass man braucht nichts machen. Er braucht nur mit seiner Zunge sagen, das bezeugt, dass La ilaha illallah, er tritt in Al-Jannah ein. In diesem Kontext, Ibn Abi Izz al-Hanafi, er zeigt, dass dieses Wort La ilaha illallah hat Rechte. Das heißt nicht, dass jemand das sagt. Diese Leute, die haben die Religion gelehrt vom Befehl. Die haben die Religion nur als Nachricht angenommen. Die Religion ist Nachricht und Befehl und Verbot. Nicht nur eine Nachricht. Glaube an die Nachricht und das reicht dir. Nein. Die beiden sind verbunden. Die Nachricht mit Befehl. Wenn du glaubst an die Nachricht, dein Körper muss unbedingt bewegen, sich bewegen. Für was du geglaubt hast an die Nachricht. Dass Allah ist Rabb, Al-Ilah. Du glaubst, Allah ist Al-Ilah. Und du bittest nicht. Allah ist Al-Ma'bud, stammt von Al-Ibadah. Das bedeutet, du sollst ihn anbeten. Und du betest nicht. Das bedeutet, du glaubst nicht an Allah. Du glaubst nicht an Allah. Dieses abstrakte Wissen, Ma'rifa, das Ma'rifa. Ma'rifa ist, das reicht nicht. Muss man die Art von Tat machen. Nicht alle Tat. Wir sagen nicht wie Khawarij. Die Taten sind entweder Säule oder Pflicht oder Mustahab oder Mubah. Aber man muss was machen. Besonders das Gebet. As-Salah muss. Deshalb er sagt, dass Al-Shahada schließt Al-Hukm. Qada wa Amara, Al-Zama. Schließt drin, diese Verbe. Qada, befohlen, Al-Zama. Hat uns Al-Zam bedeutet, muss was machen. Al-Zam. Kama qala ta'ala, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضاء. الأمر. قضاء ربك. دين هذا. دس إياه. دينت. دينت نيمان أو سعين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. الله زاكت نيمت إن تسنش سفاي قتة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا. في الآيات. في الآيات. زاكت في الآيات من القرآن. من ديز آت. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر derjenige der zeugt, dass es la ilaha illallah, der wurde berichtet und wurde erklärt وأعلمت, das Wissen bekommen وحكم وقضاء الناس وليس الله سبحانه وتعالى hat berichtet, hat erklärt, hat Wissen gegeben. Er hat حكم, bedeutet Al-Hukm, hat befohlen, dass es kein Ilah gibt außer ihn. Und dass die anderen Arten Uluhiyah von anderen Götzen ist batil, ist ungültig.
Niemand hat das verdient. كما لا تصلح الإلهية لغيره وذلك يستلزم الأمر باتخاذ ده ist ein Befehl, hier gibt es ein Befehl, das dient mir. Das Wissen und dieser Befehl, das Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, das ist dient mir. Das ist eingeschlossen in La ilaha illallah, dient mir. Und das Gegenteil. Gesellt mir nicht bei. Also bedeutet, dass Schirk ist verboten hier. Das ist ein Befehl mit der Tauhid und Verbot von Schirk. والنهي عن اتخاذ غيره معولا وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي الإثبات. Derjenige, der sowas hört, er versteht diese Verneinung und Feststellung, was wir gesagt haben. كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وليس أهلا لذلك ويدعو من هو أهل له فتقول هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب المفتي فلان والشاهد فلان الطبيب فلان فإن هذا أمر منه ونهي. Genau wie du siehst, gibt es ein Beispiel, das von unserer normal sagt, du siehst jemand, du siehst ein Mann, er gibt Fetwa, oder jemand, der sitzt als Arzt, aber er ist nicht Arzt, andere ist nicht Mufti. Und du sagst zu diesem Mensch, der sitzt dort bei Mufti, falsche Mufti und falsche Arzt, sagt zu ihm, das ist kein Mufti, das ist kein Arzt. Ein Mufti ist hier, Arzt ist hier. Tabib Fulan, er sagt, فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ مِنْهُ وَنَهِي. Er sagt, diese Sache, wenn er sagt, das ist der wahre Arzt. Und das ist nicht der wahre Arzt. Es bedeutet, er befiehlt ihm, den Ersten zu verlassen und zu einem anderen zu gehen. Diese Aussage, das ist genau La ilaha illallah, dient mir. Das ist ein Befehl, dient mir. Und unterlässt die Dienerschaft von anderen unauthentischen Götzen. Nur diese Aussage. وَأَيْضًا فِي الْآيَةُ دلت على أنه وحده المستحق للعبادة. فإذا أخبر أنه وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما sagt auch wenn Allah sagt dient mir, es bedeutet betet, fastet, geht zum Hajj. Versteht ihr, wie kommt jetzt diese Rechte? Nur von diesem Wort La ilaha illallah. Also dieses Wort dient mir bedeutet geht beten, fastet, gibt es Zakat, entrichtet Zakat, Sadaqa, Al-Hajj, Al-Umra für diejenigen, wo Al-Umra wajib ist. Das sind die Rechte von diesem Wort. Und das sind die Rechte von Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, dann, ich glaube, wir hören jetzt auf. Das ist. Khair, inshallah, wir hören jetzt auf, weil gleich habe ich einen Dars von Al-Fiqh. Möge Allah euch belohnen und euer Wissen mehren. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anstaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.